Du möchtest morgens früh aus dem Bett kommen, plus möchtest deine eigene Routine aufbauen, dann bist du bei diesem Video genau richtig. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Los geht's! Ja, freut mich, dass du eingeschaltet hast hier zum heutigen Video. Im heutigen Video werde ich dir erklären, wie ich es ungefähr seit 6 oder 7 Monaten geschafft habe, jeden Morgen außer am Wochenende zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr aufzustehen, obwohl ich es eigentlich nicht müsste, weil eigentlich müsste ich erst hier in diesem Büro so ungefähr um 9 Uhr da sein. Und ich habe mir da aber eine komplette Routine aufgebaut und habe es geschafft, das wirklich komplett über diesen langen Zeitraum durchzuziehen. Und das möchte ich heute einfach mit dir teilen. Thema Routine habe ich auch schon ein eigenständiges Video gemacht. Wenn du das noch nicht gesehen hast, check das auf jeden Fall auf meinem Kanal aus. Ist auch sehr interessant geworden und auch gut bei euch angekommen. Da wollte ich sowieso nochmal Danke sagen. Vielen Dank. Und deswegen mache ich auch nochmal dieses Video hier. Und ich möchte euch auf jeden Fall Mut machen, weil ich kann euch sagen, ich bin eigentlich gar kein Frühaufsteher-Typ. Viele sagen das zu mir oder haben mir auch auf Instagram geschrieben, als sie meine Stories immer morgens gesehen haben, wo ich das immer gepostet habe, dass ich im Gym war oder früh aufgestanden bin, haben mir geschrieben, ey Felix, wie machst du das? Ich bin gar nicht der Typ dafür. Und dann habe ich immer gesagt, Leute, ich war auch nicht der Typ dafür, aber ihr müsst einfach euren inneren Schweinehund besiegen. Und es gibt da so ein paar Tricks, wie ihr euch das Leben einfach einfacher machen könnt. Und die will ich euch jetzt erzählen. Wer jetzt hier irgendwie erwartet, ich kann dir diesen Monster-Tipp euch geben, Leute, der Monster-Tipp ist bei euch oben im Kopf. Und gleich am Ende des Videos werde ich noch ein Zitat oder einen Ausschnitt von Kontra K, den Musiker, vielleicht kennt der eine oder andere den, übrigens ein gutes Lied, Erfolg ist kein Glück fürs Training, unbedingt mal aufschreiben und Notizen machen oder abspeichern bei Spotify, geiles Lied, werde ich abspielen von ihm. Und wirklich, was er da sagt, boah krass, ich habe das vor 3 Wochen gesehen und das hat mir für mich irgendwie was ganz Neues geöffnet. Nehmt euch die Zeit am Ende des Videos, guckt euch das an und boah, da ist so eine Power dahinter und er hat einfach so zu 100% recht. Aber wie gesagt, ich will da jetzt noch nicht drauf eingehen. Das machen wir am Ende des Videos. Was hat mir geholfen, morgens früh aus dem Bett rauszukommen? Das ist eigentlich was Banales, also was Einfaches, aber mir hat es extrem viel geholfen. Ich kann mich nämlich noch ganz genau an die Anfangszeit vor 6 oder 7 Monaten erinnern, wo ich dann morgens aufgestanden bin um 5.30 Uhr, der Wecker geklingelt hat und ich dann wirklich am Anfang immer diese Snooze-Taste gedrückt habe. Also dieses, ja komm, nochmal 10 Minuten, dann nochmal 10 Minuten, dann nochmal 10 Minuten. Ich habe das am Anfang gemacht und habe gemerkt, so boah, es ist natürlich noch schön, so ein bisschen im Bett liegen zu bleiben, so, aber dadurch bist du extrem, ja, irgendwie noch angeschlagen, beziehungsweise der Körper kommt wieder in so einen Schlummermodus und will wieder weiterschlafen und eigentlich, wenn der Wecker klingelt, musst du sofort aufstehen. Das habe ich dann erst irgendwie in Woche 2 oder 3 gemerkt, weil am Anfang habe ich das mit diesem Schlummer noch gemacht, so, der kam ungefähr so um 5.30 Uhr der Wecker und dann habe ich so bis 6.20 Uhr geschlummert und war irgendwie so platt und war irgendwie nicht so, ja, nicht so fit so. Und dann habe ich das wirklich 2, 3 Wochen später nicht mehr gemacht, weil mein Kollege auch meinte, ey Felix, mach das auf keinen Fall, das bringt deinen Körper wieder runter, anstatt ihn hochzufahren, und habe das danach gemacht und ey, besser geht's nicht. Also dieses Schlummern oder diese Schlummerfunktion oder diese Snooze oder wie auch immer diese Funktion heißt, hört auf damit. Ich sage euch wirklich, das war ein Key für mich oder das war wirklich der Schlüssel, wie ich das geschafft habe, langfristig durchzuziehen. Wenn der Wecker klingelt, steht auf. Und da kommen wir direkt auch zum zweiten Tipp. Ey, wenn der Wecker direkt bei euch neben ihm wie am Bett oder so liegt, ist doch klar, dass man da ganz einfach auf diese Schlummertaste kommt. Aber seid doch einfach so schlau und packt euer Handy einfach komplett in die andere Ecke des Raums. Dann müsst ihr aufstehen, weil ihr habt keinen Bock, diesen scheiß lauten Wecker in euren Ohren morgens zu hören. Macht am besten einen richtig nervigen Wecker, weil dann müsst ihr aufstehen. Das war sogar schon Tipp 2. Tipp 3 von mir, packt eure Sachen am Vortag schon mal raus. Sei es eure Sporttasche, weil ihr morgens zum Sport geht, wie ich das zum Beispiel morgens mache, oder eure Unisachen schon mal rauslegen oder eure Arbeitssachen oder was auch immer. Das macht auch extrem viel aus, weil ich kann mich noch an die Anfangszeit erinnern, da lag ich so im Bett, wollte nicht aufstehen und dachte mir so, oh nee, jetzt muss ich ja gleich noch meine Tasche packen, jetzt muss ich sogar noch die Küche aufräumen oder Frühstück vorbereiten. Das hat mich so runtergezogen, ich habe sofort schlechte Laune bekommen. Das habe ich abgestellt, habe alles am Abend schon vorbereitet, habe mir auch schon Gedanken gemacht, okay, wie sieht der Tag morgen aus, auf was kann ich mich freuen, weil jetzt kommen wir nämlich zu Tipp Nummer 4. Direkt, wenn ich dann aufstehe, gehe ich nämlich meistens erstmal in die Küche, trinke ein großes Glas Wasser. Ist auch extrem gut, weil wenn ihr erstmal ein Glas Wasser trinkt, weiß der Körper, okay, ich muss jetzt hochfahren, ich muss jetzt in Wallungen kommen und dadurch werdet ihr automatisch auch wacher. Plus dann habe ich noch eine Sache implementiert, die mache ich aber erst seit, glaube ich, so 1,5 Monaten, aber die bringt mir auch extrem viel. Ich überlege mir, okay, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an oder vielleicht ein bisschen irgendwie übertrieben, aber ich überlege mir, okay, wofür bin ich heute dankbar, beziehungsweise was könnte heute sein, warum ich mich auf diesen Tag freue? Wenn ich mich jetzt zum Beispiel am Morgen hin, okay, morgen ist Samstag, da werde ich wahrscheinlich bis 9 oder 10 Uhr schlafen, aber ich mache das trotzdem dann mit diesem Glas Wasser und dann diesem Dankbarkeitsding. Ich werde morgen mit meinem Papa, meinem Bruder und von meinem Bruder, dem Sohn, den Fritz, der ist erst 9 Monate oder 8, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, alt, VfL Bochum gucken. Letztens Woche übrigens gegen Bayern gewonnen, aber ich will nicht abschweifen. Vielleicht ist ja der eine oder andere Fußballfan ja auch dabei. Und ich freue mich einfach darauf und dadurch, ja, habe ich nochmal eine größere Power, mich anzuziehen, mich fertig zu machen, weil es ein geiler Tag wird.
Es ist nicht jeder Tag irgendwie ein Highlight oder so, aber versucht irgendeine Kleinigkeit rauszunehmen. Sei es das irgendwie das geile Mittagessen, das geile Abendessen oder warum, irgendwas, warum ihr aufstehen müsst. Das sind so vier Tipps, ne, wo ich wirklich sage, ey, die haben mir extrem viel geholfen. Dieses Video, ne, seid nicht enttäuscht, wenn ihr jetzt nicht die Mega-Antwort bekommen habt. Ich würde euch einfach nur diese, ja, diese Tipps einfach mal vermitteln mit euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze einfach umsetzt. Und jetzt kommt das Kontra-K-Zitat. Lasst es einfach mal auf euch wirken. Und ich melde mich danach nochmal. Mir jeden Tag die Frage gestellt, oder sollte sich jeder stellen, wenn du jetzt heute einen scheiß Tag hast so, und heute abkackst, dann war doch jeder Tag davor der scheiße war, den du durchgehalten hast umsonst. Von daher, das ist die einzig logische Konsequenz. Einfach weitermachen. Sei ehrlich zu dir selbst, wie krass ist diese Aussage? Ich fand das so heftig und jetzt überlege ich immer doppelt, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie 2 Wochen richtig gut mit Fitness durchgezogen habe und dann überlege ich mir meistens immer so, ja, soll ich mir jetzt irgendwie ja, für 50 Euro Süßigkeiten im Edeka kaufen und einfach so einen richtig fetten Cheat Day machen oder soll ich einfach mich gesund ernähren und weiter trainieren? Und meistens bin ich immer eingebrochen und ich sage euch, dieser eine Tag hat mir immer alles kaputt gemacht. Dieser eine Tag hat mir die kompletten 2 Wochen Arsch aufreißen komplett kaputt gemacht. Und so ist es übrigens auch mit dem Schlafrhythmus bzw. mit dem Frühaufstehen. Steht ihr nur einen Tag früh auf und die anderen Tage danach wieder nicht vernünftig, ja, dann war dieser eine Tag doch echt umsonst, hättet ihr es auch sein lassen können. Und das war die wichtigste Message, die ich heute euch im heutigen Video vermitteln wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war alles heute quick und dirty, weil es war alles auch sehr kurzfristig. Wir haben auch Stress mit Corona hier in der Firma und keine Ahnung was. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem viel mitnehmen und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann nächsten Mittwoch wiedersehen bei einem anderen Video von mir. Lasst einen Daumen da, lasst ein kostenloses Abo da und sehen uns die Tage wieder. Macht's gut. Ciao.